So, dann wollen wir mal zuerst die Sacheneier holen. Okay, dafür muss ich mit Seelan Warp benutzen und nach Taya, oder? Doch, klar. Das erste Dorf. Und nein, 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 nein. So. Was wäre denn klüger? Ich kann, glaube ich, auch. Nee. Ich muss in diese Höhle. Okay. Das müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Wollen wir einfach das Beste draus. Nee, was wollte ich sagen? Das Beste rausholen aus Haze und seinem Team. Aber eigentlich. Doch, doch, doch. Das geht ziemlich zackig. So. Hier war auch irgendetwas, genau. Ching und. Nein! Oh, ein Überraschungsangriff von einem, wie heißt das, Waldpilz. Ja, genau. Wow, ich kann mich sogar noch an den Namen erinnern. Das freut mich irgendwie. So. Oh, oh, Motte, 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 Motte. Ach komm. Geht ja jetzt fix hier. Zack. Zack. Sowas ist echt erheiternd, wenn ich so überlegen bin. Dankeschön. Und Motte, 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 wieso stellst du dich mir in den Weg? Mann, 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 Mann. Komm schon. Komm schon. Okay. Ja, Endhaken raus. Habe ich sogar schon ausgetestet. Super. Und Drachenei gefunden. Dann benutzen wir Flucht. Genau. Und wieder einmal Warp nach. Wie hieß das denn nochmal? Nicht Alea, sondern Minas muss ich. Glaube ich. Da habe ich nämlich ein Drachenei vergessen bei dem Typen, der die Brücke gebaut hat. Falls jemand sich noch erinnern kann. Na, wahrscheinlich nicht. Und ja, vielen Dank für eure Hilfe. Fühlt euch hier wie zu Hause. Vielen Dank, ich habe etwas für euch. Willst du uns etwas wirklich geben? Ja. Ich werde es gut aufbewahren. Drachenei halten. Das ist das letzte Drachenei. Und jetzt holen wir das letzte Kapselmonster. Aha, hier gibt's Zauber. Na egal. So, und jetzt weiß ich nur nicht genau, nur nicht genau, wo es ist, aber ich meine, es wäre sogar hier in der Nähe. Und zwar hier. Haha. Yippie! Das läuft ziemlich gut. So, hier gibt's auch verschiedene Strudel. Werden wir erstmal hier reingehen. Wunderfrucht! Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Aber egal. Wieder zurück. Und hier reinschauen. Und hier ist es auch schon. Mein Lieblingskapselmonster. Also die letzte Form von diesem Kapselmonster ist der Hit. Ich verspreche es euch. Gib dem Panzerfisch einen Namen. Dulan. Gefällt mir. So wie alle anderen Namen wie Erlik oder Gordo oder Arvor. So, hier ist noch eine kleine Tour. Und dann werde ich jetzt. Was werde ich denn jetzt tun? Ich werde jetzt all meine Kapselmonster füttern. Und dann zum Drachengott gehen. Und mir einen Wunsch erfüllen lassen. Aber erstmal werde ich hier kurz vor Anker gehen und Warp wieder mal benutzen nach Danubia. Ist das richtig oder? Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wo dieser Drachenschrein ist. Aber ich meine, der wäre hier irgendwo. Ja, hier ist er schon. Irgendwie läuft das viel zu gut. Okay, dann werde ich hier jetzt einen Schnitt machen und all meine Kapselmonster füttern und dann hier weitermachen. Also bis gleich. Und wieder zurück.
Wow, war das viel Arbeit, die ganzen Kapselmonster zu füttern. Hallo? Ja, genau. So, jetzt geht's wieder. Das war wirklich. Und ich habe massig viel Geld ausgegeben. Naja, jetzt kann ich mir wenigstens den Wunsch mir erfüllen lassen. Ich sehe, du hast 8 Sacheneier gefunden. Du hast einen Wunsch frei. Auswahl an Tränken, Auswahl an Früchten, Antikschild oder Auswahl an Ring. Und ich nehme natürlich die Früchte, denn die brauche ich, um alle Kapselmonster auf die letzte Masterstufe zu bekommen. So, Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt werden die Dracheneier wieder verstreut, so wie Dragon Ball eigentlich. Und wenn ich sie halt nochmal einsammle, dann kann ich mir halt noch einen Wunsch erfüllen lassen. Sammelt Eier und ich werde euch einen Wunsch erfüllen. Okay. So. Kapselmonster, wir fangen mit. Genau, ich kann jetzt auch alle Formen zeigen. Also, hier hätten wir einmal Arvor, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Ja, sehr gut, ne? Fangen wir mit ihm an. Ich weiß aber nicht, welche Frucht ich ihm geben muss. Ding, 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 ding. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Obwohl es geht. Es geht schon relativ schnell. Komm schon. Nein. Das war wieder falsch. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Okay, die letzte Stufe wäre es gewesen. Woher soll ich das wissen? Ach, ich kann das doch nicht auswendig. So. Friss. Und die fünfte Stufe ist ganz anders als die Stufen zuvor. Ja, es ist nämlich ein siebenschwänziger Fuchs. Ja, es sind sieben Schwänze. Nee, oder? Nee, es sind acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 Schwänziger. Als nächstes kommt hier Basuxan. Hier haben wir ihn. Shaggy, Deng, Pünktchen, Cupido, Twinkie und dann, ja, ich weiß gar nicht, was die andere Stufe ist. So, 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 so. Okay. Diesmal war es nicht die letzte Form. Ist na klar. Natürlich war das so. Was anderes wäre auch ziemlich verwunderlich gewesen. So, die zweite Stufe ist es. Ich weiß es wieder. Jetzt sagt bloß, es ist die erste Stufe. Dann raste ich aus. Nein, es ist die zweite Stufe. Und ich bin gespannt. Ich kenne die Form selber nicht mehr. Es ist ein Einhorn. Lame. nee, 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 doch, 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 doch. Das fand ich hier ganz interessant. Von Kraus kannte ich überhaupt keine Form mehr, außer die hier. Harpyie, dann kam Pegasus. Was eigentlich genauso ist wie das Einhorn fast. Ich finde Pegasus sogar noch cooler. Und hier, Hyperion. Finde ich. Den habe ich total vergessen. Also diese Form. So. Ding, 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 ding. Oh! Okay, super. Sternflucht war's. Und es ist ein Drache, ja klar. Die Form kenne ich noch. So, Winddrache, Tornado, Drachenklau, Kurzschluss. Als nächstes nehme ich Fran. Okay, Fran, dann zeig mal, was du drauf hast in deiner letzten Form. Ja, Sonnenflucht. Und. Es ist ein, wie nennt man die nochmal? Zentaure, ne? Zentaure, ja, ich glaube, das nennt man so. Und jetzt kommt mein absolutes. Nein, doch noch nicht. Doch noch nicht. Okay. Habe ich überhaupt. Na egal. Das hier ist das Nachtkapselmonster, genau. Zweite Form war der Werwolf. Dann kam der Flughund. Gott. Und danach kam der Gargoyle. Gargoyle ist eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, er bleibt so feige, wie er ist. Nein! Habe ich alle Früchte ausprobiert? Ja, also diese Form ist falsch. Ich glaube, es war der Werwolf, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja. Das wusste ich sogar noch.
Und die letzte Form, was war das? Ja, auch wieder so ein Drache. Was ist das denn? Jetzt bin ich selber gespannt. Das ist ein Drachus, okay. Und jetzt kommt mein Lieblingskapselmonster in der letzten Form. Also, hier, Dulaan, Panzerfisch, Amphibia, auch schon witzig hier, dieser Froschkönig. Dann kam Poseidon, natürlich. Und dann kam Neptun, der Wassergott. Aber die letzte Form ist einfach unvergleichlich zu den anderen. Gigantisch, sag ich mal. Wie ein Koloss steigt er aus dem Wasser empor. Ihr werdet's sehen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Guckt euch das an, was ist das? Oh mein Gott! Dich werde ich behalten. Fisch Aquarius, ey, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr.